Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Seitdem ich mein Samsung Galaxy Note 4 auf einer öffentlichen Toilette liegen lassen und somit verloren habe, musste ich leider tief ins Portemonnaie greifen und habe mir dieses Handy hier gekauft, das Samsung Galaxy S6. Meiner Meinung nach ist es vollkommen ausreichend, was die Frage beantworten soll, warum ich mir nicht das S7 gekauft habe. Die 200 Euro, die habe ich mir einfach sparen wollen. Ja. Jedenfalls bin ich damit sehr zufrieden und habe mir natürlich die ein oder andere Hülle erworben, um es zu schützen. Es ist mir nämlich schon einmal aus der Jogginghosentasche gefallen und hat jetzt hier eine ganz kleine Delle am Alurahmen. Ja, die fällt zwar nicht viel auf, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Und jetzt ist das Ding nicht mehr wie neu. Das regt mich auf. Deswegen erst die Hülle kaufen und dann mit dem Handy draußen rumlaufen. Aber naja, es ist jedes Mal dasselbe. So, da hat mich vor einer Weile eine Firma angeschrieben und zwar Shield On, das klingt besser, macht mehr Sinn. Habe ich denn nicht mal Lust, so eine von den neuen Hüllen zu testen? Da habe ich abgelehnt, weil ich nicht das passende Handy hatte, sondern das Note 4. Und jetzt habe ich die wieder angeschrieben. Ja, da probiere ich es doch mal aus. Und ja, das ist das gute Stück, kostet ja eigentlich mal ungefähr so 27 Euro. Ist jetzt aber derzeit nicht verfügbar. Ja, irgendwas läuft hier schief mit dem Marketing. Deswegen kann ich euch das Produkt nicht mehr in der Beschreibung verlinken, sondern muss auf ein, ja, ähnliches ausweichen. Tut mir leid. Jedenfalls ist das hier ein sehr schönes Ding. Ein Premium-Produkt. Das nenne ich mal eine Premium-Verpackung. Die haben ja sogar so eine schöne Tasche dazu, obwohl man das Ding nie wieder benutzt. Wahrscheinlich, oder? Naja. Nice to have. Und das ist die Hülle. Shield On. Sehr feines Leder. Duftet sehr zart nach Leder. Also das riecht jetzt, das stinkt jetzt nicht so, als wäre das Tier frisch geschlachtet. So wie bei dem hier, also wo ich das neu gekauft habe. Das ist halt wirklich sehr fein, die Farbe, wie man sie hier sieht. Gibt auch noch viele andere Farben, also ist ja nur ein Beispiel so einer Hülle. Gibt es ja unzählige verschiedene Firmen, Varianten und ja, Preiskategorien hier auf Amazon. Das ist hier durchaus etwas hochwertiger. Ja, aber nicht jeder muss 30 Euro von Case ausgeben. All rights reserved und so weiter. Hier steckt man seine Karten rein. Zum Beispiel diese oder dann auch seinen Personalausweis, wenn man feiern gehen will im Club. Und ja, da kann man sich natürlich auch noch 20 Euro hier reinstecken. Da spart man sich durchaus mal das Portemonnaie. Das Handy wird dann einfach hier so hineingeklickt und das war's. Kamera ist natürlich frei hier oben, der Blitz ebenfalls. Sitzt alles sehr schön. Muss man halt immer so Fotos machen. Aber das Ganze ist auf jeden Fall geschützt. Hier fällt auch nichts raus. Wenn das Handy runterfällt, fällt es hier auf diese Flächen. Und da bricht höchstens die Ecke von dem Case ab. Aber das Handy bleibt hoffentlich verschont. Ist eher so eine Style-Sache. Schutz ist es jetzt nicht unbedingt. Also ist es durchaus, aber nicht das Optimale. Ich zeige euch nämlich gleich, was das ist. Ja, wie ging das jetzt? Also, genau. Oder? Jetzt muss ich mal auf das Bild schauen. Ja, genau so. Ist jetzt ein bisschen komisch, aber es funktioniert auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier irgendwas machen will, kann ich mit dieser Kippfunktion, dass man das Ganze einfach so anschrägt, einen netten Film, ein YouTube-Video oder ähnliches schauen oder irgendwas spielen. Das ist auch ganz nett, wenn ich zum Beispiel im Restaurant, wenn ich jetzt, ja, edel daherkommen will, ich meine, feel the nature, wenn ich die Natur mal wirklich richtig fühlen will, dann nehme ich halt dieses Case mit und dann kann ich mir durchaus im Restaurant auch mal nebenbei noch ein YouTube-Video des guten Herr Adlersson anschauen und muss das Handy nicht die ganze Zeit halten. Also das ist definitiv so eine Style-Sache, wenn man das will.
Protection ist hier eher nebensächlich. Hier geht es um Style, hier geht es darum, dass es gut aussieht. Und das ist ja der Fall. Oder nicht? Praktisch ist es auch, da man immer die Karten dabei hat, beziehungsweise hier ja, seine Teile mal verstecken kann oder was man halt für den Club braucht. Cooles Ding! Wer weniger als 27 Euro zum Beispiel für dieses ausgeben will, kriegt auch viele Alternativprodukte auf Amazon, die weniger als die Hälfte kosten. Links sind in der Beschreibung, falls ihr irgendwas kaufen wollt, was ihr hier seht. Dann habe ich selbst persönlich in die Tasche gegriffen und das wurde mir nämlich nicht gesponsert. Also das wurde mir nicht gesponsert, ich kriege ja kein Geld, dass ich das zeige. Ich darf es halt nur behalten, weil ich es zeige. Was ich darüber sage, ist ja meine Sache. Die hier. Ich bin nämlich ein langjähriger Abonnent von einem guten YouTuber, Flossy Carter. Shoutout to my black homie in New York. Ich bezweifle zwar, dass er es hier sieht, aber falls er es sieht, ja. Yep. Spigen, die haben den immer gesponsert und er hat die Dinge immer vorgestellt. Einfach nur geil. Wenn man den ein oder anderen Euro übrig hat, dann sind das so ziemlich die besten Cases, die es gibt für Handys. Schade, dass die mich nicht sponsern, aber ich mache halt zu wenig Handy-Videos. Ja, habe mir den hier bestellt und er kostet 27,87 Euro. Das ist eine Menge Geld, aber das Ding ist es wert. Also naja, wenn ich jetzt irgendwie was anderes kaufe, was Vergleichbares, bezahle ich vielleicht die Hälfte. Aber 30 Euro ist jetzt auch kein Beinbruch. Naja, wie man es nimmt. Die Preise unterscheiden sich übrigens sehr seltsam. Wenn man hier zum Beispiel das auswählt, kostet es dann 11,99. Hybrid Gunmetal kostet dann auf immer 27. Also naja, da kann man sich jetzt streiten. Das ist halt nicht durchsichtig. Das ist durchsichtig, sehr nice, deswegen habe ich es mir auch gekauft. Gibt es auch in allen möglichen Varianten, Link in der Beschreibung. Mir hat dieses am besten gefallen, weil es so simpel ist und weil die Rückseite komplett durchsichtig ist. Also ja, ihr seht jetzt hier, man sieht das Glas, das Plexiglas. Das gefällt mir sehr gut. Das nimmt dem Handy nämlich nicht sein Feel, dass es von hinten ja halt aus Glas besteht und sein Aussehen. Außen herum ist dann eine Hülle, die jetzt überhaupt nicht scharf werden will. Doch, plus minus, also lauter leiser, hier kann man noch eine Schlaufe durchziehen. Platz für alle Ausgänge, Spigen steht nochmal hier. Power Button hier an der Seite und oben für die Fernbedienung bzw. das zweite Mikrofon. Noch ein Ausschnitt. Das hat mir am besten gefallen, da dachte ich mir, scheiß jetzt mal auf die paar Euro. Hier war übrigens noch so eine Folie dabei, die man auf die Rückseite machen konnte hier. Damit das Glas auf jeden Fall für immer geschont bleibt. Sehr schön. Jetzt muss ich mir nur noch eine ordentliche Panzerfolie für das Display selbst suchen. Das Ding geht übrigens ziemlich schwer rein. Das ist normal. So. Aber dafür hält es bombenfest. Ist mir auch schon das ein oder andere Mal runtergefallen. Das Schöne ist jetzt hier, wenn man das S6 hat, dann gibt es diesen Kamera Bump oder diese Beule hier nicht mehr, weil das Ganze nicht mehr raussteht, weil es relativ dick ist. Und ja, es fühlt sich halt immer noch super an. Rückseite fühlt sich immer noch an wie Glas, aber das Ding ist jetzt super geschützt. Hier ist diese Air Bumper Cushion Technologie in den Kanten. Da ist nämlich noch ein kleiner Hohlraum, der sozusagen das Ganze noch besser, ja, schützt und die Schläge absorbiert, wenn es mal runterfällt. So sieht das Handy dann aus. Ich bin jetzt sehr zufrieden damit. Und ja, wie gesagt, ich habe selber bezahlt, wurde nicht dafür bezahlt. Ich wollte heute einfach nur mal zeigen, was ich für Hüllen habe fürs S6. Euch vielleicht eine Anregung geben. Gibt viele vergleichbare Taschen damit. Der Fail ist unfassbar, dass das jetzt ausverkauft ist. Naja. Viel Spaß, wenn ihr euch so etwas hier erwerben wollt für euer S6 oder S7. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in einem meiner neuen Videos. Ich werde auch bald mein komplettes Handy für euch reviewen. Das Video ist schon gemacht, ich muss nur noch schneiden. Bis dahin, euer Max Herzberg.